come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you could be missing a hand, lady. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner! Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Miss Zed are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, Princess. Are you coming with me then, woman? Na, das geht ja so mal wieder gut graduated los. Graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Fahre zum Laden. Okay, und einen Brief sollen wir da auch abgeben und eine Einkaufsliste haben. Ah, immer mit der Ruhe, du. You cool down then yet? I guess. But I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating halfwit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's the letter? Well, are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Mm. Here. Na, da haben wir uns ja was eingebrockt. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, there. Now that's Dutch's idea. All mailed and sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Briefgeheimnis voll aufgehoben. Ja, lustig. Kleine Streiterei zwischen Pearson und Sadie. Oder wie sie heißt, die gute hier. Und die scheint ja sehr aufbrausend zu sein. Der am liebsten auch Cowboy. Und hält den Typen für einen Waschlappen, wo sie recht hat. Das ist übrigens der Koch von uns, ne? So wie ich das in Erinnerung habe. Ihr. Nicht, ja, Mann kann man so sagen, ja. Freund oder was auch immer. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Okay, zur Postmeisterei müssen wir eh mal. Den John war da mal eben kurz rüber. Um unser Kopfgeld zu lösen. Und die Briefe wegzubringen. Back.
Wir gehen mal lieber hier durch. Bam. Wie ich immer die Türen einramme. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Ja, machen wir erstmal das. That boy you got killed in Rose. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Wir können eigentlich mal alles bezahlen, oder? How's your look? So, wir haben ja genug Kohle am Start. Haben wir immer noch 911. Kein mehr, der uns jagt. Wir sollen ja hier wirklich undercover bleiben in der Region, hat uns Dutch, unser Chef, gesagt. Morning. How do you do? How do you do? Alles gut. Oh. Don't mind me. Entschuldigen Sie bitte. So, sie kauft ein oder was in der Zeit? Da müssen wir uns jetzt auch drum kümmern. Oh, wie kann man denn da stehen? Ach, guck mal einer an. Sadie, was geht ab? I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Das sieht nach einer coolen Cowboy-Lady aus. Jesus. I didn't ask for goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know. I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you, you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know. Nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool, you need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Okay, Sadie. War vielleicht nicht so clever, aber wir geben unser Bestes. Was haben wir denn da? Lancaster. Ist genau mein Ding. Verpiss dich! Zack. What the hell was that? They was gonna rob us. Leute, jetzt geht's wieder ab hier bei Twitch. Oh, okay, na dann halt so. Verdammter Penner. Kommen viele. Ein bisschen höher ziehen, verdammt. Patsch! Der hat gesessen. Wo sind die Nächsten? Da hinten. Okay, rushen wir. Ja, der lebt noch. Warum lebst du noch? Unverschämter. Okay, kurz nachladen. She's alive at the end. She's alive.
Arthur. Nice shooting. All right, I'll drive us back. War es eine Action. Aber erstmal schauen wir uns hier um, ey. Da wollten die uns doch überfallen. Und habt ihr gehört hier? Die wollten die auch gerne mal vergewaltigen. Die Sadie. Das ist natürlich bitter, was damals passiert ist alles in den Zeiten. Wilden Westen. Romantischer in Filmen und Spielen dargestellt wird, so knallhart war er doch meistens. Richtig böse. So, was haben wir denn hier noch Schönes liegen? Ah, wirklich, der Kampf ums Überleben. Obwohl hier langsam der Westen endet und die Moderne sozusagen anfängt. Also das Zeitalter der Industrie ja schon eingeleitet wurde und auch hier in den Wilden Westen einkehrt. Und das ja auch so ein bisschen thematisiert wird in diesem Spiel. So, jetzt wollen wir uns wieder mal dem Cowgirl Sadie widmen. Hä? Okay. Du hast deinen Hut verloren, Sadie. Na egal. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Hey, you want me to drive? Yeah. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Oh. Maybe. Sorry. If he asks. Ups, kleiner Unfall. Maybe not. Ja, eine Taste verdrückt. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Hey! Hey, Horsey! You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Mhm. Lande 5 Kopfschüsse, okay. Na gut, das ist halt so super. Wenn du dann ein bisschen schneller warst, hast du die Mission natürlich noch besser gelöst, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Hey! Don't go too close to the water here, Jack. I won't, Uncle Arthur. Good boy. So, mich hat jemand darum gebeten, genau, das will ich mal kurz gucken, wo es geht überhaupt. Wahrscheinlich in den Einstellungen. Ganz kurz, da will ich einmal reinsneaken. Eine Sekunde, ich will auch nicht lange euch damit aufhalten. Das dürfte bei Anzeige dargestellt werden. Und dann kann man nämlich bei Untertitel Sprechername noch einstellen, so dass ihr mal wisst, wer da redet. Weil viele Leute haben gesagt, wenn ich wie immer zuschalte, dann verstehe ich nie, wer redet denn jetzt gerade und wer ist das überhaupt, die Person. So kann man das dann viel besser erklären. Dann steht da nämlich dann zum Beispiel hier, Jack redet gerade. Wir können das mal testen, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe, ich habe es auch gespeichert. Oder muss ich das überhaupt speichern? Ich weiß gar nicht. Ah, perfekt. Seht ihr? Of course. Don't I always? Sure. Hier ist Susan zum Beispiel, wird jetzt angezeigt. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, oder? Wenn da noch der Name steht von der Person. Dann kann man sich die ein bisschen besser einprägen. Das wollte ich noch eben gerade einstellen. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier noch an schönen Missionen am Start? Wurde mich in die Kommentare auch aufgeschrieben schon. Dutch Vanderland haben wir hier eine neue, die ist aber neu aufgepoppt. Da sollen wir uns natürlich erstmal positiv verhalten in der Ortschaft, in Rhodes.
So. Waffen verboten. Also gut, dann reiten wir mal zum Dutchie, oder? Wir gucken hier mal bei Grace vorbei. Aber auch da gibt es natürlich interessante Vorfälle. Wir reiten mal hier rüber, würde ich sagen. Mal gucken, was bis dahin noch passiert wieder. Man weiß es ja nicht, liebe Freunde, ne? In diesem Spiel weiß man nie. Good day, dear. You okay? Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum die das nicht standardmäßig eingeschaltet haben, aber die Untertitel sind natürlich auch manchmal ein bisschen blöd, weil die da angezeigt werden. Ich mache sie ja immer rein bei den ganzen Games. Weil mich halt auch viele angesprochen haben, die nicht so gut hören können, dass sie dann auch ein bisschen mitspielen können. The man who saved my hide not once, but twice. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Anyway, I won't disturb you. Sure. Naja. I'm back, girl. Den Micah oder Mika oder wie man ihn auch immer nennen will, den mag ich nicht so, ehrlich gesagt. Ach, guck mal hier. Können wir noch die Fische abgeben? Wir haben noch jede Menge Fische am Start. Können wir auch noch was Gutes tun. Und wenn hier können wir nur angeln gehen, aber wir haben noch. Wie können wir die einfach in den Vorratsspeicher ballern? Guck mal, hier sind auch noch kleine Nebenmissionen. Leute, der muss sich ja fast zuschlagen. Nochmal vorher. Der muss bestimmt wieder irgendwelche Schulden eintreiben hier, oder? Ah, Herr Morgan. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Der Herr Strauß, ganz schönes Schlitzohr. Wie schnell der es immer schafft, irgendwelche Kredite zu vergeben, verwundert mich. Hey, Arthur. Ja, mit ihm können wir noch einen Hof überfallen. Auch nicht verkehrt, mal im, ne? Und hier können wir noch Domino spielen, das müssen wir auch noch unbedingt mal machen. Werfen wir gerade noch mal einen Blick auf die Karte, weil da ist ja noch viel mehr, ne? Das mit dem Angeln macht auch Spaß. Munition? Alles klar und ja, ich glaube, dann können wir mal losziehen, oder? Ich würde sagen, machen wir das mit dem Schuldeneintreiben erstmal noch. Hier, guck mal, da ist das. Oder sind Waffen verboten? Wir sollen keinen Stress machen. Das kann stressig werden, den Typen-Ding festzumachen. Und das andere ist hier hinten. Bei Strawberry, Vinton Holmes. Ey, sollen wir uns den langen Ritt einfach mal gönnen? Hm? Strawberry oder hier den die Schulden eintreiben? In Rhodes. Was sagt ihr? Strawberry oder Rhodes? Ihr könnt mitentscheiden. Und danke an Finnegan. Den guten Finnegan. Dankeschön. Für deine 100 Bits, mein Lieber. Danke. Okay. Ja, da finde ich das auch super. Rhodes, Strawberry, da gehen die Meinungen auseinander. Strawberry, Strawberry, Strawberry. Okay, komm, reisen wir nach Strawberry, machen den langen Weg, ist ja schon markiert. Und dann gönnen wir uns das mal, die kleine Reise. Strawberry klingt köstlicher. Da ist was dran. Nimm, 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 ein paar Erdbeerchen. Ich mag Erdbeeren sehr gerne. Ich glaube, die mag fast jeder, oder? So, Rossi, los geht's. Ich meine, im Städtchen haben wir uns ja nur kurz blicken lassen auch, ihr erinnert euch. Wir haben da ja den Mika aus dem Gefängnis geholt. Und unterwegs weiß ich aber genau, dass uns wieder einige Aktivitäten erfassen werden. Deswegen ist es eine gechillte Nummer, nachdem wir jetzt mit dem Cowgirl schon diese Aktion hatten, dieses Abenteuer.
Genau, und das hier ist ein neues Lager. Ein Lager in diesem grünen Sumpfgebieten rund um den See. Oh, guck mal. Okay, haben wir direkt am Start. Sehr gut. Wir kamen zu spät. Davon sieht keiner bei der Aktion. Aber die haben es verdient. Noch eine andere Bande. Ich hab damit nichts zu tun, Mann. Okay, da müssen wir jetzt schnell hier rüber. Hey, Mister. Hey, Mister. Ah, what's all this? Ich glaube, das haben wir schon erledigt. Du hast mir den Dings runtergehauen, du Arsch. Was soll der Mist? Au. You dumb bastard. Keep back. I do not... Just calm down. Ah, ich hoffe, der hält seinen Mund. Wir haben ja auch nichts gemacht. Ich meine, der ist ja vorbeigeritten und im Prinzip haben wir nur... Was soll das denn jetzt? Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Hey there. Moment, please. What's this about? On second thoughts. Never mind. All right, then. So. Ich glaube, wir reiten hier mal weg. Ich raub die anderen jetzt mal nicht aus, weil wir dann direkt wieder erwischt werden wegen irgendeiner Scheiße. Deswegen lass ich mal sein. Hier sind wir zu offen an der Straße, kommen zu viele Leute vorbei. Wir haben die einfach mal so einen Mord begangen, weißt du? An diesen anderen Leuten. Wir haben da wahrscheinlich Leute angehalten und die eliminiert. Wie es läuft hier im Wilden Westen. Überall noch in diesem Gebiet. Aber die Zivilisation kehrt langsam ein. Und das macht unseren Gangsterfreunden hier zu schaffen. Reite nicht wieder die Bäume um. Ah, das kann ich nicht garantieren. Oh. Easy. Was zur Hölle? Er lebt aber noch. Ey, das war jetzt ein Unfall. Also, dafür mache ich Rie, weißt du? Okay, wir reiten jetzt hier rüber. Das arme Tier. Das sah schon lustig aus. Da gibt es ja reichlich Tiere, ne? So, komm, mal eben Hasen mitnehmen. Das läuft doch immer besser hier. Zack, und ab in die Tasche. Sorry, Rossi. Nein, können wir später noch grillen, Leute, wenn wir was zu essen brauchen. Apropos Essen, wir könnten mal einen kleinen Snack gönnen. Mh. Müssen wir erstmal kochen, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was. Das war super. Mit Thymian. Dieses Essen kriegt er bei uns nicht, ne? Ah, komm, mit Thymian nochmal hier, weil es lecker war. Ah, njam, 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 njam. Rossi, du kriegst später was, keine Sorge. Oh. Willst du wieder gegen mich reiten? Hast du nur mal Glück gehabt hier. Okay, weiter geht's. Rossi reitet nämlich so schnell kein Reh um. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man der Rossi nicht vom Pferd ausgeben kann, ne? Geht das irgendwie? Ne, das geht nicht.
Das wäre auch dann noch ein Knopf mehr und noch eine Doppelknopf. Es gibt ja, jeder Knopf hat hier eine Funktion, ob gedrückt oder ungedrückt und gedrückt halten. Das ist echt krass. Also die Steuerung, wenn man, die muss man auch erstmal komplett drauf haben. Man hat natürlich ein bisschen Vorteil, wenn man GTA und Co. gezockt hat vorher. Ist jetzt auch nicht viel zu krass oder so, aber wenn man jetzt so ein kompletter Non-Gamer ist, dann wird man da erstmal echt ein bisschen erschlagen, glaube ich. Was liegt denn da? Da ist noch Kist. Ich habe ein Krebsblatt getreten. Die Krabbe. Super. Rein mit dir in dieses Tischchen. Eine kubanische Landkrabbe, wie kommt die denn hier hin? Eigentlich die Kiste, die interessiert mich mehr als der Typ. Da ist bestimmt ein goldener Schatz drin. Ja, was haben wir denn? Flintenmunition? Ein bisschen rum. Bautabak, toll. Bautabak haben wir so viel, den müssen wir immer noch loswerden. Er war ja schon tot, als wir angekommen sind. Ach, er ist gar nicht tot. I thought you was already gone. Tell her, I never stop. Boah. Was hat denn der da? Verwaschene Liebesbrief? Meine Liebe, Miss McFarlane, es tut mir leid, ich habe es gesagt, es tut mir leid, Sie haben recht, ich lasse zu, dass Dinge in meinem Kopf außer Kontrolle geraten, das war schon immer so, ich verstehe das, aber ich liebe sie. Ey, McFarlane, die Bonnie McFarlane, kennt ihr die vielleicht noch? Jetzt kleiner Sidekick zu Red Dead Redemption 1, ne? Bonnie McFarlane, ich gehe fort, um mein Glück zu machen und werde, wenn ich als reicher Mann zurückkehre, werden sie sehen, was ich für ein guter Ehemann bin. Ja, die hatte doch ganz viele Bewerber. Und er war einer davon. Ja, ist so eine Blondine, die man kennt aus Red Dead Redemption. Wo sie, ja, eine der Hauptpersonen oder größeren Nebencharaktere ist. Interessant. Genau, was hinten drauf? Oh, da hat noch weitergeschrieben. Wer es komplett lesen will, ach ja, ist hier drauf, ne? Pause drücken bei YouTube. Ihr kennt das Spiel. So, und da haben wir ja kurz mal erklärt, was da so drin stand. Lustiges kleines Easter Egg oder beziehungsweise ein kleiner Hint auf den letzten Teil. Mit dem hat die Bonnie, ich verstehe auch, dass sie nicht wollte. Guckt euch den mal an, die Tröt-Nase. Ist die auch ein bisschen zu alt gewesen für die? Hey, ja, also, tut mir leid. Hey there, girl. Ja, die Bonnie war aber cool. Die war auf Zack auch. Oder sie ist auf Zack, weil sie lebt ja hier auch in dieser Welt. Vielleicht begegnet man der ja sogar mal. Ja, alles hier auch Vorgeschichte von Red Dead, wenn man so will. Und wenn man dann die Geschichte von Red Dead Redemption 1 kennt, die ja natürlich, wie ich oft gesagt habe, komplett auf meinem Channel sehen können. Bei YouTube. Oh. Was? Wieder ein Hasen vom Pferd aus getötet. Ey, wie oft passiert das hier eigentlich? Soll den auch noch mitnehmen? Komm, ja. Nehmen wir auch noch mit. Aber wir haben natürlich leider eine Erfahrung gebracht, dass es gar nicht so viel bringt, ne? Also das fällt zumindest nicht. Weil das ist meistens schlecht, wenn du den zertrampelt hast. So, egal. Haben die Tasche. Ja, ist schlecht. Ein bisschen Kleinwildfleisch ist schon okay, da können wir uns nachher noch was grillen. Meistens ist mir aufgefallen, haben wir aber eh genug Essen. Also sowieso in der Tasche. Also die kann man nur austauschen, kann ich den hier auf der anderen Seite? Ne, jetzt hätte ich auf der anderen Seite hinhängen müssen, ne? Jetzt ist der eine da am Boden am liegen, toll. Ey, wollen sie noch einen Eselhasen haben? Und fettes Danke an El Comandante für deinen Support bei Twitch. Willkommen in der Crew, mein Lieber. In der Gang. Bei den Bandidos, El Comandante. Schön, dass du dabei bist und vielen Dank für deine Unterstützung. Freut mich, dass es dir gefällt. Oh, lass mal liebe Grüße. Ein Howdy für den El Comandante da.
Komm, wir reiten weiter. Nach Strawberry, einmal über die halbe Karte zurück, um da Schulden einzutreiben. Wir haben noch ein bisschen Kohle einzusacken. Auf jeden Fall eine weite Reise, die wir uns da vorgeknüpft haben. Dieses Abenteuer jetzt hier. Aber ey, man erlebt hier so viel. Ein bisschen durch die Peri peitschen macht auch voll Laune einfach. Oh, auch wenn wir dagegen... Das war Entschuldigung, genau. Zum Glück hat er sich entschuldigt. Da kann ich es wenigstens auf ihn schieben. Ja, war eine Unverschämtheit, ne? Oh, Jesus, gebracht, Jesus. Oh fuck, was geht da oben? Das ist ein Wolfsgeschissel an. Okay, richtige Waffe ist aktiviert für die Nummer. Ja, wir waren da gefressen worden. Ah, jetzt habe ich den wieder. Verdammt. Ich wollte den gar nicht. Manchmal, das passiert mir dann aus Versehen mal, dass ich den Typen bedrohe, weil das dieselbe Taste ist, wie den Typen markieren, um mit dem zu reden. Aber man muss jetzt die Waffe aus der Hand nehmen, natürlich. Hat das ein bisschen verwirrend gemacht, weil man das gar nicht will. Hat er Glück gehabt. So. Holz fällt schlecht. Lese ich das mal hier ab. Komm. Brauchen wir nicht. Aber wir haben hier, glaube ich, noch ein gutes, weil den anderen habe ich mit einem guten Kopftreffer erledigt. Wo liegt der denn? Ah, der war noch weiter oben, ne? Ich glaube, da müsste es sogar ganz gut sein. Seht ihr? Sehr gut. Ein Wolfsherz haben wir auch noch mitgegönnt. Nehmen wir mit. Kein Problem, ab in die Tasche. Wolfsherz. Guck mal, Rossi. Ist er nicht schön? Und Wolfsfell auf dem Rücken. Das andere lasse ich mal liegen. Ich nehme jetzt mal ein gutes mit. Ich muss halt wirklich aufpassen, wie man die Tiere erlegt. Muss das alles mit? Bleibt Rossi. Was tut mir leid. Entschuldigung. Hey, hey. Immer cool bleiben. Wollen die mich gerade bedrohen mit einer Waffe? Die sind doch gerade so reingewaschen. Die sind Engel. Quasi, ja. Guck mal hier, Strawberry. Wir sollen da zwar nicht lang eigentlich, aber einmal einen Blick nach Strawberry reinwerfen, wenn wir nicht gerade die ganze Ortschaft niedermetzeln müssen, ist doch ganz interessant. Haben sich aber gut erholt, ne? Na gut, waren ja vor allem Gesetzeshüter, die wir da erschossen haben. Die werden hier importiert in die Ortschaft. Haben die eigentlich so schnell alle da aus ihren Löchern gekommen? Obwohl Part Mika natürlich auch so gerichtet. Der Mika ist halt ein echtes Arschloch. Diese Frau, die er da erschossen hat und so. Oh mein Gott, das war schon mies. Okay, und jetzt sind wir hier endlich, um die Schulden einzutreiben. Und hoffentlich nicht vor den nächsten Baum zu rein. Vor allem sind gefährlicher als gegnerische Cowboys und Bandidos. Slow up now. Ja? Oh, guck mal da. Ja. Rauch. Da schläft doch wohl jemand. Winton Holmes heißt der gute Mann. So, ich würde mal sagen, wir talken mal ein bisschen, oder? Win Holmes. I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more and cover what I owe.
If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. Na, dann auf zur Puma-Jagd. Need our horses? It's, quite a trip. Yeah. Okay, girl. All right, drive, boy. Let's get where we're going. Drive! Okay, follow me. Drive! I'm driving. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German-speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. Also, der soll ja nicht mal die Kohle rausrücken, Mann. Up the stream. Wieder nur Stress mit dem Typen. Hoffentlich finden wir den Puma. Auf jeden Fall sollten wir mal kurz was gucken. Mal das hier mit und das hier aktiviere ich. Hey, how about this then? I guarantee we pay. Cause I'm gonna get that money out of you. If I gotta squeeze you like a lemon, it's coming out. Yeah, of course. We're onto it now, okay? We're onto it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflowers, the cash is in that cougar. It better be. Or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Naja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Up here. We ain't too far now. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? The big thing about cougars is they see you, not the other way around. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors, not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Drive. Yo, das ist interessant. Und danke geht raus an Jarena. Jarena, ich hoffe, sie jagt das richtig. Vielen, vielen Dank und willkommen in der Crew. Danke für deinen Sub bei Twitch. So, und hier geht's schon wieder in eisigere Gefilde, der Puma. This is it. Her den. We should leave the horses. Okay. Und nach der Bärenjagd wissen wir, diese Viecher, mit denen ist nicht zu spaßen. Wir hatten nur einen Revolver. Show me. You'll see her soon. Quiet now. Won't be able to miss her shining in the dark. Bäder, oh Gott, die Laterne brauchen wir nicht. Nimm lieber die Waffe in der Hand als die Laterne, Leute. There's a cougar in here. And I bet she's white as virgin cotton. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. Dumme Idee. And look out for her. Yeah, yeah. Adios, amigo. Das war's für dich, oder? Oder war's das für uns? Oh Gott, hier wird's aber ganz schön dunkel. Ich hoffe, wir können überhaupt noch was sehen. Aua, ich stolpe hier durch die Gegend. Vielleicht soll ich dann doch mal eine Laterne nehmen, oder? Wo haben wir die denn? Hier, ne? War das doch. Wo war denn nochmal die Laterne jetzt? Verdammt, hier? Hier. Fuck this down.
Okay, den hat's erwischt. Ich war so klar. Alter, was für eine Horrormission. Das sieht nicht gut aus. Was hat er denn dabei gehabt, der Winton? Der weiße Puma. Ich würde sagen. Ich meine, hier war er ja schon mal. Oh, der sieht aber grün aus. Da vorne war da was, oder? Ja! Scheiße! Alter! Nein, scheiße. Nun komm. War nicht gut. Oh, der war so schnell. Ich hab mich. Boah, Alter! Boah! Eieieiei. Alter Schwede. Der hat der Anzappler. Nice. Ein Granätchen wäre gut, ne? Das ist so mein Ende, ey. Warte mal. Ja, das bringt mir jetzt überhaupt nichts eigentlich, was ich dabei habe. Vielleicht den Revolver nochmal wegen schnellerer Schuss. Gewalt? War nicht der Kettleman, der abgesägte Flinte vielleicht. Tatsächlich gut. Ah, komm. She got him. Crap. Damn. Dead dead. Penniless idiot. Hat wirklich gar nichts dabei, der Idiot. Ich hätte mir lieber mal eine andere Knarre noch einpacken sollen, nicht Dämmel. Okay, wo ist er? Was für eine Nummer, Leute. Eine Schleiche? Kann ich mich vielleicht... Boah! Verdammt! Und ich verfehle den Pisser auch noch. Ja! Boah. Alter, der hat mich einmal angestupst. Oh. Boah, was für eine Wildkatze, ey. That'll be rare. Wir haben ihm einen Kopfschuss verpasst. Alter, jetzt mach mich fertig, ey. Und jetzt kriegt Rossi erstmal ein weißes Puma-Fell. Oh, was war denn da? Huch. Ich glaube, der eine Typ, der wird nicht mehr viel spenden können. Aber das Puma-Fell bringen wir dann wenigstens zurück. Boah, danke schön für euer Lob. Das war auch tough jetzt gerade, ey. Nee, ich will's doch mitnehmen, das Puma-Fell. Willst du mich verarschen? Als würde ich das jetzt hier liegen lassen. Er tritt nochmal drüber, Rossi. Sorry. Oh Gott, muss ich da gucken, dass ich das Richtige nehme. Da. Eselhase ist verwest, das ging schnell. Oh, schönes Fell. Guckt euch das mal an hier, hm?
Und da wollen wir jetzt erstmal die Kohle wieder ran, ne? Junge, Junge, das ist immer eine Action-Folge heute hier. Die Jagd auf den weißen Puma. Der war ja auch schon special. Reitkunst. Mhm. Da werden wir auch immer besser mit der Zeit. Machst ja ein paar Aktionen. Okay, dann müssen wir tatsächlich die Hindernisse überspringen und probieren wir es mal. Okay, then, girl. War ja klar. Oh Mann, ey. Schön. Ach, sorry, Freunde. Ja, ein so Lacher muss ja sein in der Episode. Ach, oh, komm jetzt. Geht trotzdem auch einen Keks dafür. Komm her. Der tut mir leid, du. Kann ich dir. Ne? Hier, guck mal. Dafür habe ich jetzt eine Entschädigung. Versuchen wir nochmal gestriegelt hier. Guck mal, was da für ein Staub rauskommt, du. Schreib mich gerade. So, das muss reichen. Was haben wir denn da jetzt? Oh, was da ist passiert? Ich glaube, wir haben Kacke im Gesicht. Voll im Matsch irgendwie. Okay, probieren wir das nochmal. Das zählt nicht, schade. Ach, wir können die Felle auch beim Schlachter, diese Felle auch beim Schlachter verkaufen dann, ne? Also müssen wir nicht nur zum Trapper gehen. Wie gut zu wissen ist. Was ist der Vor- und Nachteil? Oh, unser Hut. Den können wir uns aber neu aufsetzen. Ist kein Problem, haben wir ein Pferd. Du, pass auf, ich habe hier was richtig Besonderes. Hm? Warte mal gerade. Erstmal hier gönne ich mir die schönen Felle. Ja. Ah, alles gut hier, ne? So, die können wir direkt mitverkaufen. Müssen wir gar nicht abnehmen, oder? Hey Schlachter, ich hätte hier was zu verkaufen. So, gilt das schon so? Ja, das gilt. Weiß Puma-Fell, 41. Na, das ist doch ein Betrag, mit dem wir uns anfreunden können. Das Wolfsfell gut? Wow. Schulden eingetrieben, Leute. Eine Truthahnfeder, die hebe ich mir lieber auf. Wer weiß, wie viel Hasenfell schlecht kann er eins haben von. Vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar drei. Na gut, er soll die alle nehmen. Wenn wir die noch genügend finden. Was ist denn für ein Bart hat unser kleiner Dreckspatz mittlerweile hier? Und hier gibt es doch genügend Wasserstellen. Können wir uns doch jetzt mal zum Abwechseln können wir uns einmal waschen. Oh, die Strömung ist aber stark hier. So. Der Dreck weg? Wie, warum nicht? Wir sind mit dem Kopf unter Wasser getaucht. So, guck mal jetzt hier. Tauch mal ein bisschen. Eine richtige Blutspur, die der hinterher zieht, ne? Oh, guck mal, wie der Dreck haftet. Was ist denn das? Öl? Steht dir besonders gut. Der will einfach nicht. Ich glaube, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen einfach mit diesem Dreck im Gesicht leben.